die Firma angefangen. 1962 ist mein Vater hier da in jungen Jahren und da unten als Deutscher in die Schweiz gekommen. Er hat seine Lehrjahr gemacht in der Schweiz als Werkzeugmacher, als gelernter Werkzeugmacher. Und hat dann hier bei der Baumer Elektrik, das sind 15 Leute jetzt mal, an der Drehbank gestanden und hat Werkzeug gemacht für die Mikroschalter. Und zwei Jahre später, im 64, ist dann der eine Baumer Sohn tödlich verunglückt mit dem Auto. Und dann hat die Familie Baumer gesagt, ja, was machen wir da mit diesen 15 Leuten? Weil das Druckereibusiness ist jetzt mal, ich weiß nicht, 200-300 Leute, also viel grösser gewesen. Und die haben dann gesagt, dort mal ist das Thema Deutsch eher noch ein Problem in der Schweiz. Heute ist das ja nicht mehr ein Problem. Hat man da am Schwab die 15 Leute anvertraut und hat gesagt, mach mal. Und er hat das dann nicht so schlecht gemacht. Hat dann im 58 eigentlich so den Durchbruch geschafft mit einem Produkt, das Sie heute noch bei uns sehen, am Stand, dem Mycom. Das ist ein mechanischer Schalter, also ein Endschalter, wo Berührung agiert. Der ist heute noch mit einem μ, tausendstel Millimeter Schaltpunktgenauigkeit über einen grossen Temperaturbereich mit Abstand der genaueste Schalter, den Sie heute kaufen können. Wir verkaufen von dem heute noch, und das sind immer noch mehrere Millionen Umsatz, heute noch, nach 45 Jahren. Und das Produkt hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir nachher können investieren in die Elektronik. Und auch der ein oder andere Flop auch zudeckt, sagen wir es mal so. Ich glaube, jede erfolgreiche Firma hat irgendwo das Glück des Tüchtigen, der Tüchtigen, irgendwo ein Produkt da zu haben, das über die Jahre hinweg einfach Geld bringt und ja, wo man auch wieder investieren kann. Das war der Durchbruch gewesen, definitiv. Man hat dann angefangen, in die Elektronik einzusteigen. Ich erinnere mich noch, also ich bin im 67 geboren und so die, wo ich 5 war, im 72, da habe ich irgendwie noch so vor Augen, wo der Vater als Werkzeugmacher gesagt hat, ich muss von Elektronik eine Ahnung haben und in die Schule gegangen ist wieder, mit dem 6, 7, 28, nach Diplomstudium gemacht und mit den ersten Induktivsensoren dann entwickelt hat. Und so hat es dann angefangen. Interessanterweise in dieser Zeit sind die Induktivsensoren vom Markt gar nicht so angenommen worden. Es war etwas Verdächtiges gewesen. Weil beim Schalter hat es Klick-Klack gemacht. Jeder hat gehört, Klick ist ein und Klack ist aus. Und jetzt ist etwas, was so berührungslos und ja, aber es ist dann wirklich der Anfang für die von der Sensorik. Bereits im 84, also nicht viel später eigentlich so in der Zeitschiene, ist Baumer der erste Vollsortimenter gewesen. Also sprich, unsere ganzen Marktbegleiter sind entweder stark im Induktiven oder stark im Optischen oder Drehgeber. Und wir haben eigentlich schon sehr früh, der Vater gesagt, wir müssen ein Vollanbieter werden für Sensorik, dass wir unsere Kunden können von A bis Z betreuen. Sie sehen auf dem Bild die ersten Drehgeber. Dort mal immer noch Mechanik. Induktivsensoren, kapazitive und auch die ersten Lichtschranken, da natürlich noch riesen Klopper dort mal. Also da, wo heute unsere Miniatursensoren können, hat man früher noch in so Riesenteile verpackt. Und ich sage mal plus minus, dort mal so ein ähnliches Produktportfolio, einfach von der Breite wie heute. Da sind wir die Ersten am Markt. Und ich glaube, das ist auch mit dem Grund, warum wir in der Schweiz zum Marktführer im Bereich Industriesensorik geworden sind und die Stelle, ich bin überzeugt, die haben wir auch heute noch. Das ist sicher ein Erfolg. Wir sehen hier die Entwicklung von Baumer. Erstmal die ersten Jahre nur in der Schweiz tätig, dann haben wir nach Deutschland angefangen exportieren. Das war so der Grund gewesen. Dann sind da so 92% gekommen, was auch ein bisschen bremst hat. Dann ist Europa gekommen, wo man in Italien, Frankreich, UK, überall Verkaufsgesellschaften gegründet hat. Das Thema Asien ist tatsächlich erst im 2007, da kommt dann nachher noch Folie, richtig angegangen worden. Also bis 2007 roundabout sind wir im Wesentlichen, sagen wir sehr stark deutschsprachige, mit noch ein bisschen Europa rundherum, Amerika auch ein bisschen gewesen, aber Asien im Grunde noch nicht. Und 2007, komme ich dann gerade drauf, haben wir wirklich angefangen, auch in Asien Gas zu geben. Was Sie hier sehen, ist bis zur Hälfte noch eine Akquisition. Darum ist der Umsatzsprung. Und was Sie hier sehen, ist Krise. Und jetzt geht es wieder rauf. Und was wir hier einrechnen, ist der Schweizer Franken-Wechselkurs, der ja von da bis da 25% nachgegeben hat.
Wir machen heute ungefähr 400 Millionen Franken Umsatz. Konsolidiert davon ist ungefähr ein bisschen mehr wie 10% in der Schweiz. Also sprich, würden wir in Euro faktorieren, wie alle unsere Marktbegleiter, wären wir auch jetzt wieder höher wie da. Aber jetzt sind wir halt in der Schweiz und darum ist jetzt halt die Zahl kleiner. Aber die Aussen, also die Aussenwirkung, ist, sind wir wieder über vor der Krise. 2007 war ein einschneidendes Jahr für Baumer. Mein Vater ist 2005 ist er 65 geworden und hat gesagt, du, jetzt ist langsam Zeit, dass du übernimmst. Ich zu meiner Person noch, ich bin in der Schweiz, wie gesagt, aufgewachsen, auch geboren in der Schweiz, habe an der ETH studiert, Elektrotechnik und anschliessend meine Dissertation gemacht im Bereich Sensorik am Paul-Scherrer-Institut. Also wirklich vom Sensor her. Und habe dann aber 10 Jahre in Deutschland den Bereich Bildverarbeitung für Baumer aufgebaut. Ich war dann in Dresden, Aufbau Ost mitgeholfen und so, und mit der Familie und alles. Und mein Vater war ein Patron gewesen, und ich habe gesagt, schau, solange du in Frauenfeld Zepter führst, muss ich nicht auch kommen, weil das kommt nicht gut. Und er hat mich in Deutschland machen lassen, da habe ich meine Erfolge für Baumer. Und 2005 hat er gesagt, so, und jetzt kommst du. Und dann haben wir angefangen, über wie weiter diskutieren. Und da mein Vater im Englisch nicht so gut war, ist das Thema Internationalisierung immer etwas gewesen, wo er gesagt hat, ich kann da meinen Spirit nicht so überbringen. Und dann ist das mehr so ein bisschen Schweiz, Deutschland sehr stark und so. Und ich habe gesagt, wir müssen das anders machen. Also anders. Wir müssen den Erfolg internationalisieren. Weil in dieser Zeit, 2005, 2006, haben viele Kunden uns, Baumer, in der Schweiz, aber auch in Deutschland, in Europa, nicht wirklich als internationales Unternehmen wahrgenommen. Sie haben gesehen, wir sind gut, was wir machen, technologisch ganz vorne mit dabei, aber viele von unseren Kunden haben auch in diesen Jahren angefangen, nach China zu gehen und haben gesagt, du, wir wollen dort auch einen Partner haben, wir müssen dort die Produkte auch bestellen können. Und wir sind eigentlich die Letzten gewesen von unseren Marktbegleitern, die dann den Schritt gemacht haben. Und ganz wichtig auch, wir haben in den 2000er Jahre in Deutschland Firmen zugekauft. Das mache ich mal schnell einen Sprung. Die Namen haben vielleicht auch schon gehört. Ivo für Drehgeber, Hübner, Berlin, Heavy Duty Produkt, Drehgeber, Thalheim, auch Deutschland, Burda Henny Gruppe. Und das ist da, was ich in Deutschland gemacht habe, da die Bildverarbeitung. Und die Firmen haben noch nicht Baumer geheissen. Und wir haben einfach die Größe, die wir haben und die Kompetenz mit den vielen Marken eigentlich gar nicht so gesehen. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns alle die Firmen zusammenführen unter ein Dach. Wir haben das mit dem neuen Logo dann ein bisschen dokumentiert, dass wir auch gemeinsam ein neues Logo haben, das nicht irgendwie Baumer Elektrik Logo, sondern neu. Und haben die Firmen dann zusammengeführt. Und wie gesagt, ganz stark mit dem Aufbau Asien angefangen, eigentlich erst vor 5 Jahren.